Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, bei meiner Frage geht es mal wieder um die Carola-Brücke. In einem Bild-Zeitungsartikel vom 22.10.2024 wurde dargestellt, dass am 15.04. dieses Jahr der Stadt Dresden ein Gutachten vorgelegt wurde, welches sich mit den Schäden des Bauwerkes infolge der chloridinduzierten Korrosion auseinandersetzte. Hierbei wurden scheinbar Messungen von Chloridwerten festgestellt, die den Grenzwert um das bis zu 10-fache überschritten. In der Beurteilung dieser Werte ist in diesem Gutachten zu lesen, dass die fortgeschrittene Korrosion als sehr kritisch zu betrachten sei und auch der Bewährungsstahl betroffen ist und einen Querschnittsverlust der Bewährung bereits zur Folge hatte. In den Bauausschusssitzungen wurden von Seiten der Verwaltung schon vor dem 15.04. regelmäßig kommuniziert, dass die Kappenerweiterung mit dem Material Carbonbeton im Sinne der Lastneutralität auch deshalb erforderlich sei, weil bekannt ist, dass die staatliche Auslastung des Brückenbauwerkes bei 100% liegen würde. Diese Aussage wurde also bereits getätigt, bevor dieses Gutachten zum Korrosionszustand der Bewährung der Brücke vorgelegt wurde. Vor diesem Hintergrund bitte ich um die Beantwortung folgender Fragen. Erstens, woraus ergab sich die Erkenntnis, dass die Brücke in ihrem Bestand bereits zu 100% ausgelastet war? Lagen der Landeshauptstadt Dresden bereits vor dem 15.04. Erkenntnisse vor, dass der Bewährungsstahl der Brücke geschädigt war? Und weiterhin die Frage, welche Maßnahmen leitete die Landeshauptstadt Dresden zu welchem Zeitpunkt infolge dieses Gutachtens ein, um eine fortdauernde Überlastung der Brücke zu vermeiden? Auch hier übernimmt Kollege Kühn die Beantwortung. Ja, sehr geehrter Herr Latzinski, die Carola-Brücke findet sich seit Jahrzehnten in permanenter Begutachtung und Bewertung. Wir haben ja im Bauausschuss sehr intensiv darüber gesprochen, wie oft Brückenprüfungen durchzuführen sind, Hauptprüfungen, Sonderprüfungen und so weiter. Alle durchgeführten Prüfungen, Besichtigungen, Nachrechnungen werden ausgewertet und notwendige Maßnahmen abgeleitet und umgesetzt. Zur Untersuchung der Chloridbelastung wurde von der Stadtverwaltung über die Jahre eine Vielzahl von Untersuchungen und Gutachten in Auftrag gegeben. Das Gutachten, was Sie ansprechen, vom 15.04. War das Gutachten in Vorbereitung der Instandsetzungsmaßnahmen der Stadtverwaltung für den Brückenzug C. Also diese Untersuchung war notwendig, um die Leistung ausschreiben zu können für die Sanierung der Brücke, die ja zum Jahresende beginnen soll. Die Chloridbelastung des Bauwerks war auf Grundlage verschiedener Gutachten schon weit vor dem Jahr 2024 bekannt. Das haben wir auch deutlich im Bauausschuss dargestellt. Es wurde laufend überwacht und bereits im Jahr 2000 durch Maßnahmen zum Chloridentzug behandelt. Professor Marx hat im Bauausschuss auch deutlich gemacht, dass für die Tragfähigkeit der Brücke verantwortliche Spannstahl nach den damaligen Erkenntnissen nicht von den Chloriden erreicht wurde. Um dies in Zukunft auszuschließen, sollte ja die Brückenabdichtung erneuert werden, so war ja der Plan. Das haben wir ja auch entsprechend gemacht. Entsprechende Arbeiten wurden ja an den Brückenzügen A und B bereits umgesetzt, wo die Betroffenheit von Chloriden in einem höheren Maße vorlag. Darum eben erst A, B und dann C. Korrosion wurde beim Zug C bisher nicht an den Spannstählen, sondern nur an der schlaffen Bewährung im Hohlkasteninneren festgestellt. Auch das haben wir im Bauausschuss, denke ich, erläutert, dass diese nichts mit der Tragfähigkeit des Brückenzugs C zu tun hat. Die Auslastung der technischen Tragfähigkeit für Brückenzug C der Carola-Brücke lag bei 100%. Eine solche Auslastung ist jedoch Bemessungsziel moderner Konstruktion und berücksichtigt alle erforderlichen Sicherheiten für Risiken der Herstellung, der Baustoffe und der Nutzung. Dementsprechend sind für die Carola-Brücke alle Tragfähigkeitsnachweise erfüllt gewesen. Sie wissen, dass wir im Zusammenhang mit den Ereignissen an der Carola-Brücke sofort ein unabhängiges Büro beauftragt haben, also das von Professor Marx, der sämtliche Unterlagen und Entscheidungen in Bezug auf die Carola-Brücke sichtet und fachlich bewertet. Und am 11. September, den Termin haben wir ja gestern auch im Bauausschuss bekannt gegeben, werden die Zwischenergebnisse entsprechend vorgelegt. Wir haben darüber hinaus Professor Marx gebeten, die jüngste Berichterstattung sozusagen im Rahmen der unabhängigen Untersuchung
einzuordnen und dort eine Erläuterung zu geben. Die liegt aber jetzt noch nicht vor. Die würden wir Ihnen dann vorlegen zum nächsten Bauausschuss. Das ist dann ja bekanntlich der 6. November. Vielen Dank. Letztendlich haben Sie ja vieles gesagt, was auch gestern auch schon der Aussagen der Stadt aus der Presse zu entnehmen war. Das führt mich jetzt natürlich zu einer Nachfrage im Zuge der Fragestellung des Informationsersuchens. Hatten Sie ja auch geantwortet, dass die letzte Berechnung des Ankündigungsverhaltens aus dem Jahre 2002 stammt. Die Richtlinie für Spannbetonbrücken gibt ja vor, also insbesondere das Kapitel 10, dass wenn kein ausreichendes Ankündigungsverhalten nachweisbar ist, also rechnerisch nachweisbar ist, dass zwingend ein Ersatzneubau zu erfolgen hat. Jetzt gibt es ja nur ein Gutachten, was Sie ja selbst gesagt hatten, was einen massiven Angriff der schlaffen Bewährung ja quasi auch als Ergebnis hatte, dass quasi die schlaffe Bewährung eben nicht mehr diesen Querschnitt hatte, wie es im Zuge der Berechnung von 2002 mit einbezogen wurde in die Berechnung. Und da stellt sich mir jetzt die Frage, wenn man festgestellt hat, dass die schlaffe Bewährung an 3 von 6 Messstellen wirklich mit Querschnittsverlust wegkorrodiert wurde, wie hat man dann auf dieses Gutachten zur Korrosion reagiert? Hat man nochmal eine Nachberechnung des Ankündigungsverhaltens durchgeführt? Also nochmal, die schlaffe Bewährung hat nichts mit der Tragfähigkeit des Brückenzugs zu tun. Aber mit dem Ankündigungsverhalten? Das ist deutlich geworden. Und ich glaube, dass die Frage, ich würde die schriftlich beantworten, beziehungsweise würden Sie dann am 6. beantworten, weil das eine Fachfrage ist, die am besten die für das Thema zuständige Fachabteilung oder eben auch Professor Marx beantworten kann. Hinsichtlich der Frage des Ankündigungsverhaltens haben wir ja in diesen 19 Anfragen, die Sie gestellt hatten, ja die entsprechenden Antworten gegeben. Also meine Frage war eigentlich relativ einfach, ob Sie nochmal eine Neuberechnung des Ankündigungsverhaltens in Auftrag gegeben haben in Reaktion auf das Gutachten. Das werden Sie ja als Vertreter der Stadt wissen müssen. Wie gesagt, das Gutachten diente der Vorbereitung, in dem Fall für die konkrete Ausschreibung der Bauleistung, die ja im Laufe des Jahres stattfinden sollten. Insofern ging es ja genau darum, die Schäden zu beseitigen. Aber insofern ist dort jetzt nicht die Entscheidung getroffen worden, ein weiteres Gutachten oder eine weitere Berechnung vorzunehmen, weil dafür kein Anlass bestand und die Brücke, wie gesagt, saniert werden sollte. Also Sie haben, okay, gut, lassen wir so stehen. Vielen Dank. Ich hätte gerne die Beantwortung der Fragen dann schriftlich. Wir können das dann am 6. denke ich, nochmal genau im Detail besprechen. So, als nächste CDU-Fraktion, als nächste Fraktion ist die CDU-Fraktion in der Reihe, Herr Böhm, bitteschön. Ja.